Ja, ist klar. Wir lassen es nicht auf der Nase rumtanzen. Wir wollen nicht, dass Familie bestimmt, was recht ist, sondern der Staat bestimmt, was recht ist. Und insofern muss man dann da eingreifen, wenn einige meinen, sie könnten bestimmen, was in bestimmten Straßenzügen zu passieren hat. Die Polizei hat an dem Thema auch in den vergangenen Jahren gearbeitet. Was wir aber deutlich machen, ist, dass wir die Fahnder politisch unterstützen und dass wir ressortübergreifend arbeiten, weil gerade diese kriminellen Clanstrukturen den Rechtsstaat aushöhlen, indem sie Regeln öffentlich brechen. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass Regeln öffentlich gebrochen werden. Und der Rechtsstaat gewinnt jetzt die Oberhoheit zurück und das machen wir deutlich. Warum erst jetzt? Weil die Gefahr womöglich in den vergangenen Jahren unterschätzt wurde, weil man allein auf materiellen Schaden geschaut hat und die organisierte Kriminalität, die im Verborgenen arbeitet, verursacht vielleicht den größeren materiellen Schaden. Aber gerade diese Clanstrukturen, die öffentlich Regeln brechen, gefährden den Rechtsstaat, wenn Menschen sehen, dass man Regeln brechen darf, ohne dass das Konsequenzen hat. Und deswegen müssen wir deutlich machen, dass es Konsequenzen hat und dass der Staat sich das nicht gefallen lässt. Das Wichtigste ist, dass die Truppe selber merkt, dass die Clans merken, sie können nicht mehr tun, was sie wollen. Und sie müssen jederzeit damit rechnen, dass Polizei, Gesundheitsamt, Finanzämter, Zoll, alle zusammen unterwegs sind und ihnen das Geschäft vermiesen. Ja, wir müssen an den Stellen arbeiten, an denen es ihnen besonders wehtut. Das tun wir mit den verschiedenen Nadelstichen, mit den niedrigschwelligen Eingreifen. Das tun wir mit den Fahndungsmaßnahmen, die wir haben. Aber vor allem bei dem Thema Geld und Immobilien könnten wir noch mehr tun. Wir haben die vollständige Beweislastumkehr in Italien beispielsweise. Das zeigt, dass es möglich ist im Kampf gegen die Mafia. Wir hatten im vergangenen Jahr eine Beschlussfassung des Deutschen Bundestages zu einer halbherzigen Beweislastumkehr. Diese Möglichkeiten nutzen wir jetzt aus. Es sind 77 Immobilien hier in Berlin von einem solchen Clan beschlagnahmt worden. Also wir nutzen die rechtlichen Möglichkeiten aus. Wir wissen aber, dass wir an solchen Stellen noch mehr tun könnten. Und ich denke, dass wir entschlossen handeln müssen. Es geht jetzt Schritt für Schritt und bestehende Möglichkeiten werden genutzt. Wenn es mehr wäre, könnten wir noch, sagen wir mal, an solchen Stellen umfassender vorgehen und an solchen Stellen ansetzen, an denen es den Kriminellen richtig wehtut, beim Geld und bei den Immobilien. Die werden weiter unruhig sich bewegen. Die werden weiter permanent kontrolliert, die werden weiter auch mit langfristigen, gründlichen Fahndungsmethoden der organisierten Kriminalität gejagt. Wir werden mehr und mehr Erfolge haben, aber es wird dauern und ich glaube nicht, dass man in 5 Jahren das Problem gelöst hat.